Hallo Leute, hier sind wir, Conny und Rico, und wir präsentieren euch heute ein Feuerstein-Video. Ja, das Video ist schon etwas älter. Das hat uns mal einer zugeschickt, auch von YouTube. Ist schon über 7 Jahre im Netz, hat wenig Klicks und wenig Aufrufe. Das Video wurde gedreht von Markus May, das ist ein Schriftsteller. Da schreibt er auch über diesen Künstler, über den das Video geht. Ja, und dieser Künstler, Robert Gazé, ein belgischer Mystiker, Schriftsteller und Künstler halt. Das Video heißt Die Steine der Apokalypse. Und da geht es um Feuerstein und er hat da eine Theorie entwickelt oder ist da eine Sache auf der Spur, die sich mit uns so ziemlich deckt, dass die Feuersteine halt lebende Steine sind. Ja, und er sieht da drin ja, das Leben und auch ein Fossil. Er sagt, es ist kein gewöhnlicher Stein, so wie andere Steine, sondern ja, muss früher gelebt haben und ein Lebewesen gewesen sein. Ja, und das Video wollen wir euch jetzt mal zeigen. Ist wirklich sehenswert, also wir waren begeistert. Ja. Und bevor das im Netz untergeht, laden wir das halt nochmal hoch. Alles klar, dann viel Spaß beim Zuschauen. Im Südwesten Belgiens durchschneidet der Kanal Albert 30 Meter hohe Kreideschichten. Es sind die Sedimente urzeitlicher Meere, die vor 70 Millionen Jahren die Küsten und Strände von Eifel und Ardennen umspülten. In den gewaltigen Steinbrüchen werden die Grundstoffe für Zement und Beton gewonnen. Das Dorf heißt Eben Emal. Das ist hebräisch und bedeutet Stein des Herrn. Das Wahrzeichen des Dorfes ist ein Turm. Er ist ganz aus Feuersteinen und Ideen gebaut. Ein philosophischer Turm. Alles an ihm ist Symbol und hat Bedeutung. Gedacht und gebaut wurde dieser Turm von Robert Garcet. In ihm erzählt er die Geschichte einer Entdeckung und Begegnung. Seine Begegnung mit den Steinen der Weisen und die Entdeckung einer vergessenen Menschheit. Steinbrüche sind Querschnitte durch die Erdgeschichte, offene Bücher für den, der darin lesen kann. 70 Millionen Jahre tief wird hier Sand und Tuffstein gegraben. Aus einem Meeresboden der Kreidezeit werden Rohstoffe für Zement und Beton. Die Wissenschaft nennt diesen Abschnitt der Erdgeschichte Eozän, das Zeitalter der Morgenröte, weil damals die Arten des Lebens entstanden, zu denen wir selber gehören. Damals mussten die letzten Saurier den Säugetieren weichen und Moose und Farne den Blütenpflanzen und Bäumen. Der Garten Erde entstand. Es war ein Zeitalter gewaltiger Veränderungen. Die Meere kamen und gingen. Jedes neue Meer schrieb sich als dunkle oder helle Linie
in das Buch der Erdgeschichte ein. So vergingen 70 Millionen unvorstellbare Jahre. Das einzig Feste und Markante in dieser Folge von Schichten grünlich-grauer Sande sind die blaugrauen Bänder der Feuersteine. Sie laufen vollkommen parallel zueinander und jede Schicht hat ihre ganz eigenen Formen und Farben. In diesem Steinbruch beginnt die Geschichte des Robert Garcin. 1930, auf dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise, kam er nach Ebenemail und nahm eine Stelle als Hilfsarbeiter an. Er grub Feuersteine aus. Die waren zu hart für die Mahlwerke der Zementmühlen und mussten entsorgt werden. Aber wenn die Arbeitskräfte billig sind, dann können von Hand gemeißelte Quader aus Feuerstein einem Mann das Überleben sichern. So wurde aus der Not der Wirtschaftskrise eine uralte Industrie wiederbelebt. Die Menschen förderten und bearbeiteten den Feuerstein, den Silex, den Flint. 48 Jahre hat Robert Garcin den Feuerstein aus der Erde geholt und zu regelmäßigen Quadern bearbeitet. Dabei hat er in den Steinen lesen gelernt und über sie die Verbindung aufgenommen zu einer vergessenen Zeit. Der Steinbruch war seine Universität und die Feuersteine seine Bücher. J'ai travaillé 48 ans en taillé des pierres. À la 48e année, j'apprenais encore. 48 Jahre habe ich mit Feuerstein gearbeitet. Noch im 48. Jahr habe ich dazugelernt. Ein Pianist kann sich zwar stetig verbessern, aber nach 20 Jahren wird er nichts Neues mehr lernen. Beim Feuerstein lernt man jeden Tag neu. Er ist etwas Besonderes. Er ist ein magischer Stein. Deshalb waren die alten Völker so große Meister in der Bearbeitung des Feuersteins. Es sieht so einfach aus, einen Quader aus einem Feuerstein zu meißeln. Man braucht einen Hammer, der gut in der Hand liegt, mehr nicht. Denn der Feuerstein ist spröde wie Glas. Eine Glasflasche lässt sich zwar einfach zerschlagen, aber nicht ganz so einfach meißelt man aus ihr ein Schmuckstück. Man zerschlägt nicht den Feuerstein, sondern man bearbeitet ihn. Man sagt ihm, ich will, dass du hier brichst. Und das tut er dann, wenn man auf der gleichen freundschaftlichen Wellenlänge liegt. Ein Kontakt stellt sich her zwischen der rohen Materie und dem Menschen. Il y a comme un dialogue qui s'établit entre la masse de silex brut et l'homme. Et ça, c'est quelque chose que les anciens devaient connaître. Voilà, un pavé. Il y a comme un dialogue qui s'établit entre la masse de silex brut et l'homme. Et ça, c'est quelque chose que les anciens devaient connaître. Als junger Mann ist Robert Garcin in die Steinbrüche von Ebenemail gekommen und hat Feuersteine ausgegraben und bearbeitet. Er hat ein Mädchen aus dem Dorf geheiratet, Mr. Garcin, die Frau an seiner Seite. Ihr Leben haben sie in Ebenemail verbracht. Sein jüngster Sohn Pierre führt die Tradition der Feuersteinbearbeitung fort. Heute ist der Feuerstein ein technisches Nischenprodukt, weil er fast so hart wie Diamant ist und wie Glas nur aus Silizium besteht, findet er bei der Herstellung besonders hochwertiger optischer Gläser und Keramik in Verwendung. Während der 50 Jahre in den Steinbrüchen hat Robert Garcin unzählige Feuersteine studiert. Er hat sie nach Herkunft und Art unterschieden und in Klassen geordnet. Er kam zu der Erkenntnis, dass es sich bei Feuersteinen nicht um Sedimentgesteine handelt, wie die Wissenschaft behauptet, sondern um Fossilien urtümlicher Lebensformen. Feuersteine sind Dinge, die verdauen, eine Art Bäuche, Aasfresser der Erde. Sie repräsentieren eine andere, unbekannte Art des Lebens zwischen dem Reich der Minerale und dem der Pflanzen und Tiere. Feuersteine sind lebende Steine. Dabei sind ihm viele Steine aufgefallen, die Spuren des Menschen trugen. Menschen hatten sie behauen, bemalt, graviert und sogar modelliert. Menschen vor 70 Millionen Jahren. Für die Wissenschaft eine absurde Idee. Für Robert Garcin eine Tatsache, bewiesen durch die Steine von Ebenemail.
Während dieser langen Jahre in den Steinbrüchen von Ebenemal reifte in Robert Garcet die Idee, den Feuersteinen, dem alten Volk und dem Frieden ein Denkmal zu setzen. Als der Zweite Weltkrieg zu Ende war, begann er mit dem Bau eines Turmes. Fast 20 Jahre dauerte der Bau. Nur eine Handvoll Freunde standen ihm zur Seite. Aber Stein für Stein wuchs das Werk. Den Bauplan für diesen außergewöhnlichen Turm fand er in einem berühmten Text, in der Offenbarung des Johannes, der sogenannten Apokalypse. Und so entstand der Turm als ein Zentrum der Friedensbewegungen und der Forschungen über den Feuerstein und das alte Volk. Der Turm heißt Eben Ezer, wieder ein Name aus der Bibel, das heißt Stein der Hilfe. Er ist ein steinernes Manifest der Menschenrechte. Im Untergeschoss befindet sich der Saal der Cherubine mit Skulpturen und Wandgemälden nach Motiven aus der Offenbarung des Johannes. Die zentrale Vision der Apokalypse, die Prostituierte auf dem Drachen, deutet Robert Garcet als die Allianz der politisch-militärischen Macht mit der spirituellen Macht der katholischen Kirche. Sie ist der Wolf im Schafspelz, der wahre Feind der Menschheit, der eigentliche Antichrist. Eine Interpretation, die ihm im katholischen Belgien, wie man sich denken kann, nicht nur Freunde gemacht hat. Dem wirklichen Drachen, dem Saurier, ist Robert Garcet in seinem Leben mehrmals begegnet. 4 Marssaurier hat er ausgegraben und auf einem dieser Skelette hat er Kampfspuren gefunden. Verletzungen, die ihm durch die Waffen von Menschen zugefügt wurden. Ein weiterer Beweis für seine These von der Existenz des Menschen vor 70 Millionen Jahren zusammen mit den Sauriern. Aber der Drache, der Saurier, ist nur physisch ausgestorben. Seine zerstörerischen und mörderischen Instinkte leben weiter bis heute, inkarniert in der menschlichen Gesellschaft durch Politiker, Priester und Ausbeuter. In den Gängen seines unterirdischen Museums hat Garcet alle Objekte seiner 50-jährigen Ausgrabungen zusammengetragen. Sie dokumentieren die Werke von Menschen, die vor 70 Millionen Jahren lebten und arbeiteten. Keines dieser Objekte ist bislang von der offiziellen Wissenschaft wahrgenommen bzw. anerkannt worden. Im Mittelpunkt des Museums stehen tausende von merkwürdig geformten und kolorierten Steinen. Die Wissenschaft würde sagen, es handele sich um Naturspiele. Nach Robert Garcet sind diese Steine die ältesten Zeugnisse menschlicher Ausdrucks- und Gestaltungskraft. Es sind von Menschen modellierte Feuersteine. Modelliert zu einer Zeit, als der Feuerstein noch plastisch und formbar war wie Ton.
Diese älteste Kunst der Menschheit lag 70 Millionen Jahre verborgen unter den 40 Meter hohen Schichten des Tertiärs. Diese Kunstwerke sind unendlich viel älter als alles, was wir bislang kennen, sodass es nicht verwundert, dass sie nichts dem ähnlich sind, was wir unter Kunst verstehen. Quand on prend une pierre comme ceci, comme Hamlet notamment, on a toujours l'impression de dire s'il y avait une œuvre d'art là-dedans. Wenn man einen solchen Stein betrachtet, dann wäre er für uns eine Skulptur, wenn es zwei Augen, eine Nase und einen Mund gäbe. Aber die Kunst der Alten stellt nie ein Individuum dar. Nie wird etwas personalisiert, weder Tier noch Mensch. Wenn man genau hinschaut, sieht man Dutzende von Darstellungen. Alors, cette difficulté-là m'est apparue au premier abord. Je me disais, si c'était une œuvre d'art, il y aurait une œuvre d'art et pas 36. Ich sagte mir, wenn das ein Kunstwerk ist, warum gibt es dann nicht nur ein Motiv, sondern gleich Dutzende? Ich habe mehrere Jahre gebraucht, um mich davon zu überzeugen, dass es sich nicht um Zufälle handelt. Denn die Alten haben versucht, alles wie einen Zufall der Natur aussehen zu lassen, sodass man sich fragt, handelt es sich um ein Spiel der Natur oder um ein Werk des Menschen? Was würde ich tun, wenn ich versuchen würde, mein Werk in der Natur zu verbergen? Und genau so funktioniert die Kunst des alten Volkes. Für sie gibt es eben kein leeres Blatt. Dieser Stein ist so bearbeitet worden, dass man auf den ersten Blick nicht bemerkt, dass er bearbeitet wurde. Man denkt zuerst, das hier muss ein Zufall sein, das hier auch. Aber die Natur graviert keine Steine, die Natur formt keinen Stein auf diese Art. Hier aber versucht man, in der Bearbeitung die Zufälligkeit der Natur nachzuahmen. Hier gibt es also eine Absicht, die der unseren genau entgegengesetzt ist. À l'opposé de tout ce que nous pourrions considérer, nous, au XXe siècle, comme valable. Um einen bearbeiteten Feuerstein zu erkennen, muss man zuerst die Feuersteine studieren, wie sie in der Natur vorkommen. Robert Garcet hat alle Feuersteinschichten des Maastrichtien in einem detaillierten Plan genau dokumentiert. Eine wissenschaftliche Pioniertat, die immer noch auf die Anerkennung durch die Universitäten wartet. Jede Feuersteinbank hat ihre ganz eigentümliche Färbung und die einzelnen Feuersteinknollen
eine ganz bestimmte Morphologie. Jeder einzelne Bank ist durch spezifische Wachstumslinien gekennzeichnet, die alle nach oben zeigen. Diese Wachstumslinien geben den Feuersteinknollen ihre besondere Gestalt. Dabei gibt es oft radikale Unterschiede zwischen den Bänken. Die Feuersteinknollen ahmen den Formenreichtum der belebten Natur nach und lassen sich wie diese in Arten ordnen. Für Robert Garcet ein weiterer Beweis, dass der Feuerstein in seinem Wachstum eher den Gesetzen des Lebens folgt als den Gesetzen der unbelebten Natur. Feuersteine sind lebende Steine, keine Sedimente, sondern Fossilien urtümlicher Lebensformen. Mir wurde klar, dass es jenseits der Lebensformen, die auf Zellen aufbauen, andere Lebensformen gab, die nicht auf der Zelle basierten und trotzdem lebendig waren. Diese Lebensformen ohne Zellen habe ich Gastarajo genannt, das heißt ein Ding, das verdaut, und nicht ein Organismus, der verdaut. Diese Gastarajos sind die erste Erscheinung des Lebens auf diesem Planeten. Sie sind viel älter als die Zellen. Diese Phänomene reichen 2,5 Milliarden Jahre zurück. En effet, nous pouvons retrouver ceci, ces phénomènes gastéraux, nous pouvons les retrouver jusque dans les schistes cristallins, c'est-à-dire en gros à 2,5 milliards, 3 milliards d'années de nous. Donc avant le primordial et bien entendu avant le primaire, le secondaire, etc. Voici des phénomènes gastéraux. Voici. Hier ein paar Beispiele für Gastarajos. Dieser Gastarajo wird von einem anderen Gastarajo absorbiert. Der eine Gastarajo frisst den anderen auf, so ähnlich wie ein weißes Blutkörperchen Fremdkörper frisst. Absorbe dans le sang des impuretés. Alors ce phénomène-ci, nous le retrouvons en plus concret, en plus spectaculaire, par exemple, avec ceci. Voici. Dieselben Phänomene sind noch deutlicher bei diesem Exemplar zu sehen. Dieser Gasteropode ist ebenfalls absorbiert worden. Wenn man den Kortex wegschlägt, dann bleibt im Innern das Fossil, auf dem man überall die Spuren der Auflösung und der Absorption erkennen kann, in Form von kleinen Kristallen. Es sind zwar keine Diamanten, aber es sind dennoch Kristalle, Zeichen der Absorption durch ein Gastarajo. Parce que toutes les cristallisations ne sont pas des cristaux à 1000 francs du gramme. Alors, nous avons d'autres phénomènes de cristallisation, par exemple. Es gibt noch viele Beispiele solcher Kristallisationen. Hier sehen wir eine Ansammlung von Meereswürmern. Diese Würmer haben alles aufgefressen, bis das ganze Holz verschwunden war und sind dann selber wieder von einem Gastarajo gefressen worden. Auch hier zeigen sich überall winzige Kristallschichten, diesmal schöner und leuchtender. Und wir sehen deutlich, wie die Würmer absorbiert wurden. Das Phänomen der Kristallisation ist sehr schön, es ist sehr apparent, und wir sehen die Würmer, die sind in train de se dissoudre. Nous pouvons avoir d'autres phénomènes. Ici, par exemple, et ceci, c'est encore plus spectaculaire, nous avons le phénomène gastéran. Hier ein noch deutlicheres Beispiel. Ein Gastarajo, natürlich wieder eine Feuersteinknolle. Im Innern dieses Gastarajos sehen wir einen Seeigel. Der Seeigel befindet sich in der Mitte und ist teilweise aufgelöst und teilweise kristallisiert. Par exemple, ici, vous voyez la cristallisation, vous voyez la couleur du silex, vous voyez l'intérieur du nautil. Hier sieht man die Kristallisation. Man sieht die Färbung des Feuersteins. Im Innern sehen wir den Nautilus, der kristallisiert wurde. Er wurde kristallisiert, weil er aufgelöst wurde. Qui est un autre phénomène. Wir begegnen hier einer allgemeinen Erscheinung, wie das primitivere Phänomen
das andere auffrisst. Denn im Leben endet jedes Lebewesen im Bauch eines anderen. Und nicht nur die Fische und die Wale haben einen Bauch. Auch das Meer hat einen Bauch. Und der Bauch des Meeres, das sind Milliarden von Mikroorganismen und großen Organismen. Ich habe diesem Phänomen einen Namen gegeben. Wir können es nicht im Reich der Pflanzen zuordnen, denn es ist viel einfacher. Es ist nicht auf Zellbasis aufgebaut. Deshalb auch kein tierisches Leben. Deshalb ist es notwendig, eine Zwischenordnung einzuführen, zwischen Pflanzen und Steinen. Und die nennen wir das Reich der Gasterageus. Dans le fond de la mer, en volume, ce qui constitue le règne gastéral, ce qu'on retrouve comme gastérageux, vous avez les 9/10 ou 90% du volume et de la surface, des choses digérées, alors que vous avez à peine 10% de micro-organismes et d'organismes... 90% der lebenden Materie im Meeresboden besteht aus diesen gastéragos. Und nur 10% besteht aus den bekannten und katalogisierten Organismen. Wir kennen noch nicht annähernd die gesamte Zoologie und Botanik. Das Phänomen der Gasterageus gehört zu den wichtigsten Erscheinungen des Lebens überhaupt. Du volume des choses qui ont été absorbées. Donc les phénomènes gastérans sont les plus importants de toute la zoologie. Entre l'homme et le silex, il y a une espèce de dialogue qui s'établit. Déjà, les premiers archéologues... Es gibt eine Art Dialog zwischen dem Feuerstein und dem Menschen. Schon die ersten Archäologen haben bemerkt, dass der Feuerstein ein außergewöhnlicher Stein ist. Er ist der Stein, der das Feuer brachte, aus ihm machte man Werkzeuge und Waffen. Aber niemand von ihnen hat bedacht, dass der Feuerstein ein philosophischer Stein ist, der die Weisheit bringt. Der Feuerstein ist ein lebender Stein. Er ist ein schöner Stein. Ein gesprächiger Stein. Es gibt keinen Stein auf dieser Erde, der eine Botschaft übermitteln könnte. Der Feuerstein aber spricht. Que ce soit le granit, le grès, le calcaire, le porphyre ou n'importe quoi, qui puisse donner un message. Le silex parle. Il parle dans ses formes. Seine Formen sprechen zu uns, wenn wir ihn in den Händen halten. Er spricht unter dem Mikroskop. Er spricht zu uns selbst, wenn er winzig klein geworden ist. Der Feuerstein ist ein gesprächiger Stein. Toutes les pierres sont mortes. Mais le silex est éternel. Il ne meurt pas. Alle Steine sind tot. Aber der Feuerstein ist ewig. Er stirbt nicht. Er kann leiden, er kann dahin siechen, aber er kann auch eine neue Jugend erlangen. Der Feuerstein stirbt nicht, er verwandelt sich. Et le silex a une naissance, ce n'est pas une pierre sédimentaire, c'est une pierre vivante. Il s'est formé dans les entrailles de la Der Feuerstein hat eine Geburt. Er ist kein Sedimentgestein. Er ist ein lebender Stein. So wie im Körper aller Säugetiere sich Knochen bilden, so bildet sich in der Erde der Feuerstein. Oui, mais là est un problème très grave, parce que il n'est pas donné à tous les archéologues d'avoir 50 ans d'expérience dans le silex. Leider können die allerwenigsten Archäologen auf 50 Jahre Erfahrungen mit dem Feuerstein zurückgreifen. Weil ich diese 50 Jahre Erfahrung habe, kann ich bei allen Merkmalen eines Feuersteins sehen, ob sie natürlichen Ursprungs sind oder nicht. Man braucht dieses Wissen, denn jeder kann auf einen Acker gehen oder auf einen Strand, einen Feuerstein aufheben und behaupten, der Stein sei von Menschen bearbeitet worden. Bevor man sagt, dieser Stein ist von einem Menschen bearbeitet worden, muss man ausschließen, dass der Stein nicht zerbrochen wurde durch Frost oder eine Flugschar. Man muss zuerst ziemlich viele Umstände ausschließen, um sicher zu sein, dass ein Feuerstein von einem Menschen bearbeitet wurde und nicht vom Zufall geformt wurde. Au fur et à mesure que je recherchais, même dans les silex taillés, j'avais observé qu'il y avait des choses qui n'avaient rien à voir avec l'outil ni avec l'arme. Selbst auf den Waffen und Werkzeugen aus Feuerstein habe ich Zeichen gefunden, die nichts mit der Funktion von Waffen oder Werkzeugen zu tun haben. Auf den meisten bearbeiteten Feuersteinen, von der jüngeren bis zur älteren Steinzeit, gibt es immer eine Tendenz des alten Steinmetzen, Gesichter und Profile darzustellen, ein Auge hinzuzufügen oder anzudeuten, so als wollte er sagen,
Gewiss, es handelt sich um ein Werkzeug, aber es handelt sich auch um das Profil eines Hundes, eines Hirsches, eines Pferdes und so weiter. Neben dem Werkzeug haben die Alten auch so etwas immer dargestellt. L'œuvre pratique, en même temps que le fait de rechercher l'outil, ils ont aussi fait cela. Si bien qu'en 1952, je me suis aperçu d'une chose, c'est que ce n'est pas jusqu'au diluvium quaternaire qu'il fallait rechercher les origines de l'homme. Seit 1952 ist mir klar geworden, dass wir die Ursprünge des Menschen nicht im Quartär suchen müssen, sondern viel, viel früher. Und ich sagte mir, seien wir bescheiden, suchen wir zuerst im Pliozän. Hier in der Gegend gibt es wenig Pliozän, aber im Miozän habe ich Spuren des Menschen gefunden. Und ich bin noch weiter zurückgegangen, viel weiter zurück. Denn zwischen dem Ende des Tertiärs und dem Beginn des Tertiärs liegen 60 Millionen Jahre. Und das ist nicht gerade wenig. Doch im Laufe der Jahre wurde mir klar, dass je mehr Kunstwerke der Alten ich entdeckte, diese umso weniger dem glichen, was wir unter Kunst verstehen. Diese Steine ähnelten in nichts dem, was wir unter Skulpturenkunst verstehen. Absolument à rien de ce que nous considérons comme pierre figure. J'ai aperçu que non seulement il avait taillé, refendu les pierres, refendu les grès, refendu un peu toutes sortes de choses, mais finalement, et pour ça, ich habe festgestellt, dass die Alten den Feuerstein, den Sand und den Kalkstein nicht nur meißelten und spalteten, sondern den Feuerstein sogar modellierten und korrodierten. Ihnen ist es gelungen, den Feuerstein formbar zu machen. Sie haben den Feuerstein während seiner Entstehung genommen, als er noch eine weiche, formbare Substanz war, und dieser plastischen Substanz haben Sie Formen einmodelliert. Formen, die uns nichts mehr sagen. Aber weil ich alle natürlichen Formen der Gastarajos kenne, war es für mich einfach zu sagen, dies hier ist künstlich und dieses hier auch. Comme je connaissais tous les phénomènes gastérans, il était facile pour moi de dire ceci n'est pas naturel, ceci n'est pas naturel, ceci n'est pas naturel. C'est ainsi qu'en étudiant tous les terrains depuis la fin du tertiaire jusqu'au début du tertiaire, je me suis aperçu que plus on reculait dans le passé, je weiter ich in die Vergangenheit zurückgehe, umso mehr Spuren und Beweise für die Existenz des Menschen finde ich. Allein hier in der Gegend habe ich tausende von Fundstätten untersucht. Und ohne jeden Zweifel kann ich behaupten, dass die Menschen vor 60 Millionen Jahren besser und nachhaltiger gearbeitet haben als vor 10 Millionen Jahren. Vor 10 Millionen Jahren herrschte schon die Dekadenz. Die Menschen hatten Dutzende von Sinnfluten erduldet und sie hatten viel von ihren Fähigkeiten eingebüßt. Aber am Ende des Sekundären, zu Beginn des Tertiär, war das goldene Zeitalter des Menschen. Ils avaient perdu beaucoup de leurs moyens de travail, beaucoup de matières premières, ils avaient perdu beaucoup. Tandis que à la fin du secondaire et au début du tertiaire, à ce moment-là, c'est le véritable âge d'homme, âge d'or pour les hommes. Rognon de silex pris dans le gisement. Vous voyez que le silex est très compact. Eine Feuersteinknolle, so wie man sie in der Natur findet. Blau-schwarz im Innern, in einer weißen Kruste, einer weißen Haut. Sie werden ganz deutlich den Unterschied feststellen zu Feuersteinen, die nicht natürlichen Ursprungs sind. Par exemple, vous voyez ceci. Voilà, deux silex. Diese Feuersteinknolle ist modelliert worden. Sie unterscheidet sich nicht so sehr in der Form, aber die Färbung ist anders und im Innern finden Sie Eisen. Diesen Kranz, den man hier sieht, das ist Eisen. Dieser Feuerstein ist in Eisen getunkt worden. Dieser Feuerstein ist also modelliert worden. Diese Feuersteinknolle stammt aus der sogenannten Lila-Bank. Die eine Hälfte stammt aus der Spitzenbank, die sich 8 bis 10 Meter tiefer befindet. Diese beiden unterschiedlichen Knollen sind zusammengeschweißt worden. Beide sind jetzt ein Stück. Man hat sie zusammengeschweißt, nicht um eine Keule zu fabrizieren, sondern man hat das getan, um zu zeigen, seht, wozu wir in der Lage sind.
Hier ein anderes merkwürdiges Phänomen. Diese Feuersteinknolle ist zerstampft und zerbröselt worden. Dann hat man sie wieder zusammengeklebt. Es handelt sich um ein Symbol der Zerstörung und der Wiederauferstehung. Alors vous avez d'autres silex. Voici par exemple celui-ci a été tranché. Dieser Feuerstein ist mitten durchgeschnitten worden. Um einen Feuerstein zu zerschneiden, muss er weich gewesen sein. Une crête. Dieser Feuerstein hat einen Kamm und viele kleine Pusteln. Alors une autre forme ici. Hier noch eine andere Form, die Form eines Fisches. Sie wollten mit diesem Stein nicht nur einen Fisch darstellen, denn ein Artefakt stellt nicht nur ein Motiv dar, sondern viele. Artefakt n'est pas une seule chose. Ein Artefakt représente des centaines ou des milliers de choses. Les pierres figures sont assez curieuses et elles donnent un aspect généralement un aspect. Figurensteine sind ein äußerst merkwürdiges Phänomen. Sie stellen oft Tiere dar, die es in der damaligen Zeit gab. Hier haben wir die Darstellung eines Sauriers mit seiner länglichen Schnauze und einem Kamm auf dem Rücken. Aber dieser Saurier ist nicht das einzige Motiv. Mit ein wenig Aufmerksamkeit sieht man nicht nur das Tier und ein menschliches Gesicht, sondern Dutzende, manchmal hunderte verschiedene Motive, Profile und Gesichter von Tieren und Menschen. De l'homme du passé était multiple, c'est-à-dire qu'il ne voyait pas une seule chose comme nous. Die Philosophie des alten Menschen war multiple. Sie sahen nicht wie wir nur eine einzige Sache. Sie zeichneten nicht wie wir auf einem leeren Blatt Papier. Sie machten aus einem Stein nicht nur eine einzige Skulptur. Das erste, was sie machten, war, dass sie eine natürlich vorkommende Feuersteinknolle imitierten. Denn der Feuerstein ahmt in seiner natürlichen Form und Farbe immer die Formen des Lebendigen nach. Der Feuerstein hat die Besonderheit, dass er als unbearbeiteter Stein schon etwas darstellt. Der Feuerstein spricht aus sich selbst. Le silex a ceci de particulier que même sans le travailler, il représente quelque chose. Et si vous le tournez, il représente encore autre chose. Donc, le silex de lui-même parle. Alors, que suffit-il de faire pour l'ancien? Der alte Künstler brachte oft nur eine kleine Retusche an, fügte etwas hinzu, einen Farbtupfer, und dann hatte man eine Nase, Augen und einen Mund, Profile und Gesichter. Es geht also nicht darum, ob das ein schöner Dinosaurier ist, sondern es gibt noch 100 andere Motive auf diesem Stein. Wenn man sich den Stein einen Tag lang anschaut, nah oder fern, mit einer Lupe und mit wechselnder Beleuchtung, wird man immer wieder etwas Neues entdecken. Es handelt sich um eine ganz besondere Kunst. Ou à divers éclairages, vous aurez toujours quelque chose de nouveau. Parce que c'est un art tout à fait spécial. Alors, voici une preuve du malaxage des silex. Voici un pain. Hier ein Beweis dafür, dass der Feuerstein modelliert wurde. Ein Feuerstein in Form eines Brotes. Auf einer Seite konkav, auf der anderen konvex. Der Künstler wollte zwei Brote gleichzeitig darstellen. Man sieht die Spuren der Hände. Man sieht die Spuren eines Spachtels. Man sieht die Spuren der Werkzeuge. Man sieht, wie zwei Brote miteinander verbunden wurden. Ein deutlicher Beweis dafür, dass die Alten wussten, wie man den Feuerstein modelliert. Denn es ist vollkommen unmöglich, dass man in den natürlichen Bänken solche Feuersteine mit solchen Formen findet. Dieser Stein ist ein paläontologischer und ein geologischer Beweis zugleich. Ein geologischer, denn in keiner Schicht des Sekundär wird man einen Feuerstein finden, der diesem gleicht. Ein paläontologischer Beweis, denn wenn man den Kortex dieses Feuersteins analysiert, dann kann man eine Mischung von 50 verschiedenen Arten von Mikroorganismen analysieren. Hier ein anderer Stein, der nur aus Löchern besteht. Aber dieser Stein kann auch einen Elefantenschädel darstellen,
einen Wirbelknochen, einen Kopf links und einen Kopf rechts. Er kann also sehr vieles darstellen. Ça représente des centaines de choses. Mais regardons au-dessus, nous voyons alors des compositions plus complètes. Et les trous sont mis les uns à côté des autres pour former quoi? Pour former une tête. Hier sehen wir ganze Kompositionen aus Steinen. Zusammen formen sie einen Schädel. Sie haben die Besonderheit, dass man sie sowohl von links als auch von rechts, wie auch von oben und unten betrachten kann. Überall sieht man Gesichter, Profile und Ausdrücke, so als würden alle diese Steine Totenschädel darstellen. Natürlich kann das den Tod darstellen, aber auch die Wiedergeburt. Ça peut évidemment représenter la mort. Ça peut représenter la mort, mais ça peut représenter aussi la résurrection. Parce que là-bas, nous avons une tête, là, dans le coin, nous avons une tête qui représente effectivement les deux trous, le nez, et pour les anciens, war der Feuerstein ein lebender Stein. Die Feuersteinknolle wächst aus der Erde wie ein Samenkorn. Das Leben muss sterben, um wiedergeboren zu werden. Das Leben überwindet den Tod. All das lässt sich gemäß einer ewigen Symbolik interpretieren, in der die Kräfte des Lebens sich der Kräfte des Todes bedienen, um darüber hinauszugehen. Selon une symbolique, éternelle, selon une symbolique où les forces de la vie sont se servent des forces de la mort pour aller au-delà. Juste devant vous, dans le lointain, vous avez depuis la surface. Genau vor euch, dort in der Ferne, wo ihr die Bäume seht, habt ihr auf der Oberfläche eine sehr dünne Schicht Quartär aus Kies und Lehm. Darunter 25 bis 30 Meter dick die Schichten des Tertiär. Darunter dann die mächtigen weißen Kreideschichten des Sekundär mit den oberen Schichten des Maastrichtiens. Also 40 Meter unter der Oberfläche, in Höhe der Schichten des Maastrichtiens, befindet sich die Theba. Sur la zone B des bancs de silex du Maastrichtien. Alors, plus vers la droite, à une cinquantaine ou une centaine de mètres de là, vers la droite, vous avez alors le temple des abbés. Juste en face de nous, donc, dans le chaud, sur le versant de la montagne, là-bas se trouvait la Theba. Uns gegenüber, dort auf dem Hang, befand sich die Theba. Sie war eine von vielen unterirdischen Wohnanlagen. In einem weiten Umkreis von 20 Kilometern gab es etwa 20 solcher Anlagen, zu der Zeit, als das Tal des Gers noch nicht existierte. Die schönste von allen war die Theba. Hier in Eben gab es solche Anlagen und dort hinter dem Horizont in Holland gab es ein halbes Dutzend davon. Auch hier im Tal existierte etwa ein Dutzend solcher Anlagen. Die Theba war der Mittelpunkt einer weiten Provinz, in der es überall unterirdische Wohnanlagen gab. La Theba, au fond, c'était un centre principal d'une vaste province où il y avait des abris souterrains un peu partout. Depuis 1971 jusqu'à 1987, von 1971 bis 1987 hatte ich die Erlaubnis zu erforschen, was die Theba eigentlich war. Ich wusste schon damals, dass es sich um ein sehr altes Relikt handelte. Damals glaubte ich, dass die Theba 3.000 bis 4.000 Jahre alt wäre und keinesfalls früher als die Bronzezeit zu datieren sei. Aber schon nach einigen Tagen wurde mir klar, dass die Theba viel älter war und sich so weit im Dunkel der Zeit verlor, dass es fast unmöglich schien, sie überhaupt in der Zeit einzuordnen. Die Theba lag unter 30 Meter hohen Sedimenten des Tertiär begraben. Das ist hier in der Gegend einzigartig. Weder im Tal des Gers noch im Tal der Maas, wo die tertiären Ablagerungen höchstens 5 bis 10 Meter betragen. Diese tertiären Sedimente von bis zu 30 Metern ermöglichen eine genaue Datierung.
Im Lauf der Jahre, je weiter die Untersuchungen fortschritten, wurde mir klar, dass die Theba und diese umgebenden Feuersteinwerkstätten, die sich über 2 Kilometer weit nach Süden ausdehnten und von denen wir anfangs glaubten, dass sie viel älter seien, tatsächlich dasselbe Alter hatten. Sie stammen alle aus dem Paläozän. On disait d'abord, oui, les 2 kilomètres plus au sud sont anciens, la Théba les moins, mais effectivement, c'était le même âge. Tout cela était du Paléocène. Diese große unterirdische Anlage, die Théba, die Wohnstätte eines alten Volkes, das hier vor 70 Millionen Jahren lebte, musste dem Steinbruch weichen. Die Bulldozer kamen und schaufelten ihr ein Grab in den Lüften. Die zuständige Altertumsbehörde stufte die Anlage als mittelalterliche bis neuzeitliche Fluchthöhle ein, beziehungsweise als einen verlassenen Steinbruch. Damit fiel sie nicht unter den Denkmalschutz. Die Forschungen und Thesen eines Außenseiters wie Robert Garcet wurden erst gar nicht zur Kenntnis genommen. Für einen diplomierten Wissenschaftler gehört die These von der Theba ins Reich der Fabel und der Narrata. Nach Robert Garcet existierten diese Räume, Gänge und Hallen schon vor 70 Millionen Jahren, sind das Werk eines alten Volkes, das hier lebte, bevor die Meere des Tertiärs alles unter ihrem Sand begruben. In fast allen Räumen waren Lebensbäume auf die Wände gemeißelt und manche Gänge und Hallen waren über und über mit scheinbar regellosen Ritzungen und verblassten Linien überzogen. Über 2 Hektar reihte sich Gang an Gang und Raum an Raum. Ein Plan, ähnlich wie die Palastanlage von Knossos. Im Zentrum ein großer Innenhof, damals offen, unter freiem Himmel. Diese Zivilisation war hochentwickelt. Eisenwerkzeuge hat Robert Garcet hier ausgegraben. Einige Kilogramm Kohle und Eisen, alte Futterkrippen, Feuerstellen und die fossilen Reste von Meerestieren des Eozäns hat er gefunden und viele modellierte Feuersteine.